Also das ist die Arbeit von Pamela Rosenkranz und heißt Amazon Green Blue Green. Und die Künstlerin setzt unter anderem Hochleistungs-LEDs an, die rein blaues und rein grünes Licht erzeugen und produziert damit in einer befremdlichen oder hochtechnisierten Art und Weise die Atmosphäre des Regenwaldes. Neben den LEDs sind auch Lautsprecher eingesetzt, die auch Geräusche des Regenwaldes abspielen, rückwärts. Und als drittes Element sehen wir hier hinter mir einen Infusionsbeutel, wo ein gewisser synthetischer Flüssigkeit namens Anemine zu sehen ist, dieses grüne Destillat. Und das ist ein aus dem Regenwald stammenden Substanz, was synthetisiert wurde. Und hier durch diese LEDs verändert sehr stark die Farbwahrnehmung der Menschen, die diesen Raum betreten. Und wenn man von den Fenstern schaut, ist die reale Welt, die dann sehr surreal eigentlich vorkommt. Aber ihr Interesse geht nicht in der puren Natur, sondern wie wir Menschen eigentlich mit der Natur heutzutage umgehen, wie wir damit umgehen, was Wissenschaft eigentlich erreicht und in unser Leben verändert.